So, moin moin alle miteinander, herzlich willkommen zum 12. Teil von EVE Online Let's Play. Wir waren hier in der 10. Mission, konnten die aber leider blöderweise nicht fertig machen. Ich habe noch gesagt, ja, ich will so unbedingt fertig machen, ich will unbedingt diese EMP quasi in die Produktion stecken. Die Blueprint-Kopie haben wir hier, das ist kein Problem, nur blöderweise können wir das noch nicht machen. Industrie Level 1 haben wir, Noxicum haben wir nicht, Pyrit haben wir auch nicht. Das wollten wir erst noch beschaffen. Und ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt. Was wir nicht haben, sind diese 185.000 ESK. Die haben wir leider nicht erhalten, da wir zu viel Zeit verbraucht haben, ne? Also beziehungsweise ich, ihr ja nicht. Ihr habt damit nichts zu tun. Nein, wenn irgendjemand fragt, sagt der was. Alles klar. Gut. Ich würde sagen, abdocken. Und dann versuchen wir das mal hinzukriegen. Ich hoffe, dass ich das hier mit meiner Erkältung noch hinkriege. Abgedockt sind wir. Wir nehmen uns erstmal die Asteroidenfelder hier in Maluka vor. Hoffentlich sind sie nicht wieder leer. Es sind halt blöderweise nur vier. Und dann kann das schon mal eng werden, ne? Gerade wenn es ein Anfangsgebiet ist. Die wollen ja alle ein bisschen Erze an Land ziehen. Ob das jetzt hier für Produktionen ist oder hier irgendwo mal einen Fuß auf den Markt zu stellen, ne? So ein bisschen was. Da, seht ihr? Mining-Drohne, aber hier ist noch ein bisschen was. Also hier ist noch nicht ganz leer. Ich nehme trotzdem mal den zweiten. Mining-Drohnen hätten wir uns auch mitnehmen können. Würde es noch ein bisschen schneller gehen, aber wir haben die Drohnen ja noch nicht geskillt. Da sind wir noch ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, da hängen wir noch ein bisschen hinterher. Apropos hängen hinterher. Wir hängen mit unserem Skillbaum hinterher. Es ist mal wieder ausgelaufen alles. Die Frage ist, was wollen wir jetzt weiter skillen? Spitze, dass ich eben gerade Hull-Upgrades machen wir mal. Das ist nie verkehrt. Das auf jeden Fall schon mal läuft. Cybernetics können wir auch schon mal auf 3 machen. Das ist auch nie verkehrt. Ansonsten würde ich sagen, erstmal anwenden, damit überhaupt was läuft. Ist halt ein bisschen blöd. Die Dinger laufen hier regelmäßig bei mir aus jetzt. Im Moment, oh, da hinten ist was. Es ist auf jeden Fall was hier. Flieg mal in die Richtung. Komm her. Wenn wir jetzt scannen, werden wir da noch nichts rauskriegen, also keine Informationen rausziehen. Ihr seht, Bewertung der Scan-Resultate ist für die Katz. Was will der hier von mir? Zertifikate. Ah, habt ihr gesehen? Ich habe den Zertifikatsplaner geöffnet und habe dann hier unten geklickt, alle Zertifikate beanspruchen. Das heißt, er checkt nach, was für Zertifikate habe ich denn mittlerweile frei und ich habe, oder beziehungsweise erreicht. Und ich habe Refinery Formen Basis, Basic, Basis, Basis, nennen wir es einfach Basis. Refinery Formen Basis. Da könnte man ja auch sagen, entweder Englisch oder Deutsch, ne? Aber egal. Das haben wir gekriegt. Was das genau ist, können wir uns nicht angucken, aber das können wir uns hier angucken. Refinery, nee. Obwohl Einsteigerberufe müsste das schon sein. Handel und Industrie eventuell, Basis? Nee. Steuerung, Verteidigung, planetarischer Abbau. Ah, hier, genau. Refinery-Formen. Gut. Den haben wir. Hier seht ihr das auch, ne? Refinery-Formen setzt sich nur aus diesem Refining Level 3 zusammen. Das haben wir ja gehabt. Und dann kommt der Standard. Der Standard setzt sich dann aber schon ein bisschen
aus diesem Refinery, aber Level 5, Refinery Effizienz Level 1. Und da braucht man halt den Foreman auch für, den kriegt man ja bei Refinery 3. Und dann hat man den Standard Foreman. Foreman. Gut, sind wir vorbeigeflogen? Nee, oder? Doch. Mann. Ja, wir haben es erzählt und erzählt und erzählt und dann plötzlich ist alles aus. Können wir mal zurückfliegen, doch. Gut. Ansonsten tülüm tülüm sind wir eigentlich soweit bei. Wir müssen nur zusehen, dass wir dieses bisschen Pyrit da auftreiben und das Noxicum. Und dann wären wir schon wieder soweit. Ja, Waldland sagt Moin. Moin Moin auch hier. So, wir nähern uns an. Jetzt bin ich aber doch mal gespannt, ob wir hier noch was drin haben. Hier hinten scheint mir ein bisschen was zu sein. Ich schmeiß mal den Scanner an. Und ihr seht, Felsbar, Felsbar, Felsbar. Das ist genau das, was wir nicht brauchen. Drehen wir noch ein bisschen rum da, noch ein bisschen rumdrehen. Gut. Nach wie vor nur Felsbar. Das ist nichts. Nein, nichts ist es. Um nicht zu sagen, das ist gequälter Asteroidenschrott. Das bringt nichts. Wir brauchen definitiv Skordit, haben wir gesagt, oder? Lass uns das nochmal kurz hier nachgucken. Wir sind ja jetzt im All. Wie machen wir das von hier aus? Auf unserer Station liegt die Blueprint. Info anzeigen und wir sehen in den Materialkosten, dass wir Noxicum, Pyrit und Tritanium brauchen. Tritanium haben wir, glaube ich, noch. Pyrit brauchen wir 19, beziehungsweise, ja, 19 brauchen wir. Perfekt braucht man 15. Und Noxicum brauchen wir einen. Also viel brauchen wir nicht wirklich. So. Haben wir hier noch was? Geht hier noch was? Hier, das geht mir auf die Nerven. Darf ich mal bitte die Sternentore? Da gibt es nur das eine. Ne, komm, den letzten fliegen wir nochmal an. Vielleicht haben wir ja Glück und da ist was. Wobei, wie gesagt, das ist ein Anfängergebiet. Hier sind nur 4 Bells. Und diese 4 Bells sind so schnell leer, so schnell haben wir nicht geguckt. Das waren die Agentenorte. Können wir uns hier natürlich auch speichern, das machen wir gleich mal. Wenn wir irgendwelche Orte haben, wo wir sagen, ah, da wollen wir jetzt immer wieder hin, dann können wir uns die hier in persönliche Orte speichern und können die immer wieder direkt von hier aus aufrufen und können dann auch sagen, hier setzen wir mal den Kurs dahin. Hier. Der Kollege nuckelt an den letzten 5 Brocken ganz offensichtlich. Nein, 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 nein. Da wollen wir auch gar nicht lang rummachen. Wir fliegen auf 0 aufs nächste Sternentor. Es ist nur eins. Es gibt nur eins hier. Wir gehen mal kurz auf die Sternenkarte. Er ist ja eh jetzt im Warp. Da können wir uns das mal schnell angucken. Und zwar... jetzt haben wir hier eine... Genau, unsere Karte. Wir sind hier. Da steht es ja auch ganz groß. Wenn wir das reinzoomen, dann sehen wir, dass es von hier aus nur einen Sprung hier rüber gibt. Das gibt sonst nichts. Was ich suche, ist jetzt mal, na, das ist 03, das ist mir zu derbe. Das ist wahrscheinlich zu weit weg. Haben wir nicht hier in 06... 06. Da fliegen wir hin, oder? Können wir da relativ easy hin? 1. 1, 2, nee.
Moment. Es ist blöd. Wenn ich jetzt hier hin will, müsste ich springen. Eins, zwei, oder? Doch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ne? Ich könnte aber auch springen. Was haben wir denn hier? Fünf. Eins, zwei. Ach, blöd. Man kommt hier dann nicht drauf, gell? Da geht's rum. Das ist eine blöde Ecke hier, wenn du mich fragst. Das ist eine richtig blöde. Was ist das hier? 04. Das ist schon wieder zu tief. Da wollen wir nicht hin. Das ist uns zu gefährlich. 05 wäre optimal. Da will ich mal hin, weil da gibt es dann auch die besseren Materialien. Das ist auch 05. Hier. Wir machen Nägel mit Köpfen. Ich mache einen Rechtsklick da drauf. Ich mache Kurs setzen. Ich sehe, dass das Ganze hier 9 Sprünge hat. Seht ihr, wo er springt hier? Wo er springen muss? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee. 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt habe ich mich aber verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da haben wir einen vergessen. Der hier vielleicht noch, he? Josekan? Haben wir zwischendurch Josekan? Ist ja auch egal. Josekan wäre 06. Wird uns vielleicht auch schon reichen. Lass uns mal hier gucken, Kurs setzen. Nö, Josekan braucht auch 9. Hier, ich werde doch einen kleinen, niedrigeren Sicherheitsbereich finden. 05, was haben wir hier für eine Entfernung? Ui, durch Losec. Und das Ganze sind 11 Sprünge. Das ist mir auch zu weit. Der, 7 Sprünge. Da ist man relativ fix hingesprungen. Das geht mir zu weit runter. Ich glaube, das ist das Nächste. Das nehmen wir. Wir gehen mal hier raus, sind am Gate, sind schon gesprungen. Sind wir schon gesprungen? Wo sind wir denn? Maluke? Nö, sind wir nicht. Auf, springen. Gut. Was habe ich gesagt eben? Genau. Ich habe gesagt, dass wir sehen ja, Iva ist das nächste. Das Gelbe wird automatisch eingeloggt. Wir fliegen auf Null und springen. So, was ich zeigen wollte, war, wir brauchen Pyrit und wir brauchen Noxicum. Genau. Wir gehen mal hier auf den Browser. Ich habe natürlich jetzt mittlerweile. Ah, Qmax LP. Wieso? Was ist wie jetzt? Was ist hier los? Was wird denn hier? Was geht denn hier? Was ist denn hier gebacken? Ah, eben. Okay. Lesezeichen. Ich habe nämlich ein bisschen was hier reingespeichert. Ich hoffe, dass ich es jetzt auch gerade wiederfinde. Genau. Was ich nämlich beim letzten Mal schon zeigen wollte, war das hier. Wir sind gesprungen. Moment, ich will kurz den nächsten angeben. Hier, ihr seht's, gelb. Trütedalt. Trütedalt. Auf Null. Und springen. Und wieder rein. So, das hier ist eine Grafik, die anzeigt, was für Mineralien haben wir wo. Also hier seht ihr einmal 1,0. Das System oder die das Sicherheitssystem, wo wir eben auch drin sind, unter anderem, ne, das 1,0er System. Hier gibt es Feldspar und Skordit. Nur das. Und zwar in allen Reichen. Wenn wir jetzt gehen von 08 bis 09,
haben wir Feldspar und Skordit und haben dieses Pyroxeres. Das haben wir hier noch dabei, und zwar bei Kaldari und Amar. Und bei Galente und Minmata haben wir eben kein Pyroxeres. Da haben wir, was ist das hier? Plagioklase, genau. So, als nächstes haben wir dann die 05 bis 07. Da haben wir hier im Galente- und Minmata-Raum Ombe. Im Kaldari-Raum ist es, was ist das? Plagioklase, genau. Plagioklase, weil das haben die ja hier im 09 bis 08 nicht. Und im Amma-Raum ist es Kenit. Ja? Und hier sind wir bei 05, bis hierhin ist es der Hochsicherheitsbereich. Hier hinter, die letzten zwei Reihen, das ist 04, 03, 2.0, 0.0. Also hier geht es dann wirklich in den Low-Sec rein. Und so sind die ganzen Mineralien verteilt und nicht anders. Und die Mineralien, die jetzt unter 0, also unter 0 sind, also sprich minus 0,1 bis minus 0,9, die sind hier gar nicht aufgelistet, denn das sind die richtig wertvollen Materialien, die, ja, die dann auch erfordern, dass man dann in diesen gefährlichen Bereich reinfliegt. Und der ist in der Tat gefährlich. Gut. Wir hatten gesagt, weiterfliegen hatten wir gesagt. Machen wir gar nicht lange rum, wir machen bis nach 05 runter. Ich will jetzt unbedingt dieses gute, wir brauchen dieses gute Material, um einfach dieses Noxicum da rauszuholen, gehe ich davon aus. Moment, wir gucken aber nach. Auch da habe ich mir eine Seite hier quasi gespeichert. Orechat habe ich die genannt, beziehungsweise so heißt die. Und zwar brauchen wir Noxicum. Noxicum kommt raus bei Jaspet. Kommen wir nicht dran. Hämophit. Kommen wir nicht dran. Hetbergit. Kommen wir auch nicht dran. Hier, ich sehe überhaupt nicht, dass ich hier irgendwie doch, Pyroxeres, 11 Stück, da oben. Das ist die einzige Möglichkeit. Hatten wir jetzt eben gesagt, dass Pyroxeres, Moment, Lesezeichen, Reutgrit, Plagioklase kriegen wir. Wir kriegen überhaupt kein Pyroxeres, oder? Das ist Ombe, das ist Plagioklase. Und Plagioklase, das ist ja hier, hat definitiv kein Noctikum. Im Notfall kaufen wir uns das. Ja, ja, was soll ich sagen, Freunde? Irgendwo müssen wir ja auch mal weiterkommen. Ich kann ja nicht hier Kilometer Sprünge, hunderte von Sprüngen machen, damit ich so ein blödes Noctikum abbauen kann. Wir gucken mal, was jetzt geht. Es ist sowieso heftig für 5000 Erze, 5 Sprünge zu machen. Normalerweise müsste man sich jetzt einen Frachter dazu nehmen und müsste da reinladen. Und einer fliegt dann halt weg. Also wenn man das in Gruppe spielt, kann das auch dann schon sehr interessant werden, beziehungsweise sehr lukrativ. Wir springen, wir haben noch 3 Sprünge, haben es gleich geschafft. Habe ich noch was abgespeichert? Wollte ich noch was zeigen? Ich glaube aber nicht, dass... lassen wir erstmal sein. Ich will euch ja auch nicht durcheinander bringen. So. Kollege, könnten wir ein bisschen draufhalten? Was kann ich noch erklären? Ah, ich kann noch was erklären, richtig. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, ihr seht ja, dann dreht sich die Kamera. Das wird sich wahrscheinlich bei euch nicht drehen. Warum? Weil ihr das einfach noch nicht eingestellt habt. Und zwar gibt es hier oben im Auswahlbildschirm dieses gestrichelte Rechteck da. Das ist überall, das ist auch hier oben,
Das ist auch im Chat, wenn ich mich nicht irre, irgendwo. Nee, doch nicht. Gibt es in verschiedenen Fenstern, wird immer wieder auftauchen. Das sind Einstellungen. Moment, erst springen. Keine Zeit verlieren. Keine Zeit, keine Zeit. So, das sind Einstellungen und zwar kann ich hier zum einen den Haken setzen auf Tracking-Kamera, ausgewählten Gegenstand orten. Das besagt mir, wenn ich irgendwas anklicke, schmeckt mir die Kamera da drauf. Hier oben gibt es was, das nennt sich Tracking-Position am Bildschirm einstellen. Wenn ich da draufklicke, kriege ich dieses Viereck, was ich mir verlegen kann. Ja? Ich kann mir also sagen, mein Ziel soll immer hier oben sein. Jetzt muss man dazu sagen, läuft zwar, auch wenn es eingestellt ist, wunderbar, verstellt sich aber auch relativ oft. Ja? Gut, somit zieht er dann alles, was wir auswählen, auf diese Position. Ja? Wir sind da, wir sind da. Asteroidengüll und die sind voll hier. Okay, auf Null. Also wenn wir hier nicht mit irgendwas rausgehen, weiß ich's auch nicht. So, er geht in Warp. Also wie gesagt, das ist der unterste Bereich im HighSec 05, gelb. Drunter solltet ihr nicht gehen. Das Schlimme hier ist jetzt auch im Moment, dass wir natürlich hier in einem Gebiet sind, in dem durchaus auch Ratten kommen. Ja? Also sprich, wenn das jetzt gleich hier auftaucht, haben wir eigentlich keine andere Chance, weil so einfach wie die letzten, die wir da gesehen haben, werden sie nicht sein. Wir haben keine andere Chance, wie abzuhauen. Wir haben ja noch ein paar Bells. Ich hoffe, dass nicht jedes Mal direkt ein paar Ratten rauskommen. Die kommen in regelmäßigen Abständen, oftmals genau dann, wenn man in den Belt reinfliegt. Da ist dann scheinbar der Trigger gesetzt. Okay, wenn hier einer reinkommt, dann sofort auftauchen. Wir hätten jetzt noch die Option gehabt, hier wie gesagt einen Laser rauszunehmen und dafür eine Wumme reinzustellen. Plagioclase Azure, genau. Mach mal Stöppchen. Ein Stöppchen bitte. So, wir haben ja hier einmal die Plagioclase, das sind die hier, mit den dementsprechenden Mengen und die Entfernungen. Und dann haben wir ja hier diese Azure Plagioclase, ne? Und es gibt hier noch Rich Plagioclase. Also das sind verschiedene, wie soll man sagen, und verschiedene Mengen, die da drin sind. Und zwar gehen wir nochmal hier drauf. Ja, genau, das wird natürlich hier nicht angezeigt. Spitze. Habe ich dann noch eine? Refinery Calculator. Ah, doch, da war was gerade. Da waren wir genau richtig. Hier seht ihr es nämlich. Wir haben hier diese Plagioclase, dann haben wir diese Azure und Rich Plagioclase. Einmal plus 5% und plus 10%. Ihr seht auch da Plagioclase, was da rauskommt. Ne? Und ihr seht das, dass es hier mehr ist. Und hier bei diesem Rich noch mehr. Ne? Also es steigt einfach. Und von jeder Sorte gibt es drei verschiedene. Also sprich einmal die normale Version, dann die mittlere und die hochpotente, nenne ich die mal. Hochpotent. So. Dann nehmen wir natürlich auch die hochpotente. Rich, brauchen wir überhaupt Plagioclase? Jetzt, also, hallo? Plagioclase. Pyrit. Ja, Pyrit brauchen wir. Haben dann auch noch Mexelon, okay, aber Nocticum bräuchten wir eigentlich und das kriegen wir durch Plagioclase nicht. Leider. Ombre bringt uns auch Isogen, aber keine
Kein Noctikum. Gut, also lassen wir das sein. Wir nehmen uns das hier und das hier. Sind zwei Stück. Sind im Abstand von 4.400 und 6.000. Wir wissen, dass unsere Minerlaser Reichweiten von 10 Kilometer haben. Das heißt, einer da drauf und einer da drauf. Und schon sind wir hier fröhlich am Minen. Machen uns mal die Hütte voll damit. Naja, obwohl voll wird vielleicht ein bisschen lang dauern. Es sei denn, ich lasse das hier einfach mal durchlaufen und mache dann später Zeitraffer oder so. Könnte man tun. Ja, warum eigentlich nicht? Wir lassen das einfach mal durchlaufen. Wenn ich was zu sagen habe, spreche ich dazwischen, dann muss ich halt den Zeitraffer mal kurz unterbrechen. Ist ja auch mal eine schöne Möglichkeit, das auch mal auszuprobieren. Ne? Ich bin ja zwischendurch auch immer wieder am Schauen, wie ich das schneide. Ihr werdet das gemerkt haben, die ersten Folgen, ja, ich will sie fast katastrophal nennen, zumindest was den Sound betrifft. Gerade die Sprache und so weiter und so fort dass das gescheit rauskommt, das ist gar nicht so easy, habe ich gemerkt. Das erste Mal ist er rund gelaufen. 662 Rich Plagioglase haben wir da. Was brauchen wir überhaupt, um diese Dinge zu refinen? Ihr wisst ja, wir brauchen eine Mindestmenge zum Raffinieren. Die Mindestmenge ist 333, heißt 666. Wir können genau nicht zweimal das Ganze refinen. Uns fehlen da 4 Plagioglasen. Da das natürlich immer rauskommt, ne? Und es kommt immer 662 raus. Puh, was soll man sagen? Haben wir halt ein bisschen gelitten. Es bleiben garantiert immer zum Schluss 327 über. Genau. Zack. Zack. Zweimal. So langsam füllt sich, so lang dauert es eigentlich gar nicht, sehe ich. Na gut, wenn ich natürlich dauernd am Labern bin, brauche ich nachher auch nichts in irgendeiner Weise auf Zeitraffer stellen, ist klar. Ja. Davon versteht ihr dann nicht viel. Ja, was ich noch sagen wollte, was mir auch ein bisschen auf der Seele brennt, ist halt, dass ich doch relativ selten im Moment dazu komme, den Let's Play hier zu drehen. Was heißt selten? Ich versuche einigermaßen regelmäßig alle 2 Tage einen hochzuladen, aber ich habe da noch ein paar Sachen am Laufen. Ihr habt das ja eben hier schon gesehen, denke ich. Ja, X-Rebirth habe ich angefangen, das kam vorgestern raus. Vorgestern? Vorvorgestern? Ja, jetzt hat es mich natürlich auch mit der Grippe gebeutelt und so weiter und so fort. Ich konnte dann erstmal gar nichts machen. Und naja, wenn dann nur dick eingepackt. Trackmania Canyon will ich ein Let's Play von machen. Nur bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das. Deswegen habe ich hier dabei. Es kommt bald, also da ist noch nicht wirklich was da. Aber naja, ich werde einen kurzen machen, aber ansonsten wird man da nicht viel machen können. Also wie gesagt, ich habe ein paar Projekte am Laufen und deswegen. Hab mir zwar vorgenommen, regelmäßig, Eve kommt weiter, ja, keine Frage. Aber, es ist schon Arbeit, es ist schon Arbeit. Andererseits, es macht Spaß, von daher, Arbeit, die Spaß macht, ist keine Arbeit, oder? Eigentlich. Ja.
gehen mal kurz raus aus diesem, aus unserem. Das Schöne ist, dass wir hier unseren Booster durchlaufen lassen können. Aber ihr seht, auf lange Sicht gesehen, ziehen wir hier den kürzeren. Wir machen uns ab vom Acker. Ich brauche nur mal kurz. Hier, da sind wir hier. Da haben wir auch schon viel zu oft drüber nachgedacht. Sternentore innerhalb von 0 Warpen. Und tschüss. Und weg. Wir kriegen hier Schaden. Wenn wir Pech haben, haben wir gleich die Hülle angesenkt. Die Armor angesenkt. Nee, hat gepasst. Das heißt, der Rest repariert sich wieder von selbst. Maluka, wir haben auch genug. Kurz setzen. Wir fliegen zurück. Lassen das mal hier dabei. Das waren jetzt ungefähr 8 Minuten. Haben das Teil. Naja, 3000 von 5000 haben wir im Laderaum. Mal gucken, was beim Refinen dabei rumkommt. Ist das jetzt eigentlich der Richtige? Bist du der? Ja. Genau. Alles klar, dann würde ich sagen, wir springen zurück. Es wäre vielleicht wirklich sinnvoll, sich hier mal so langsam dahin zu begeben, ein paar Drohnen zu skillen, dass wir die mitnehmen können. Und dann wäre nämlich dieser Kollege da eben auch kein Thema gewesen. Und mir hätte es mal schön zeigen können. Müssen wir jetzt wirklich mal dran gehen. Ich würde sagen, wir gucken, sobald wir zu Hause sind, was ein Buch kostet. Knete haben wir ja. 320.000 ist jetzt nicht die Welt, aber wir steigern uns. Gut. Tja, und das war's für den 12. Teil von EVE Online Let's Play. Den Rest der Strecke, die 7 Sprünge, springe ich dann alleine. Da müsst ihr nicht zugucken, da müsst ihr auch den Zeitraffer nicht ertragen. Ist schon ein bisschen weit zu springen. Also 7 Sprünge für mal 3000 Einheiten von irgendwelchen Erz zu holen, ist schon eine ganze Menge. Naja, Herrgott, wir werden es überleben. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Dann bleibt mir nur zu sagen, fly safe.